Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist wieder vom guten Mipos 3000. Was wäre, wenn Bills erst in der GT-Saga erwacht wäre? Dann wäre Bills erst in der GT-Saga erwacht. Dom, dom, dom. Okay, der kleine Scherz musste sein. So gesehen wäre das schlimm für die Erde, wenn er erst dort erwachen würde, weil es die Erde dann nicht mehr geben würde. Freeza hat ja auch ein sehr hartes Training hinter sich. Und mit dem Super Saiyan 3, was Son Gokus maximale Kraft zu der Zeit wäre, hätte er keine Chance gegen Freeza, weil Son Goku und Vegeta haben erst durch das Training bei Whis den Super Saiyan Blue erlernt. Es sei denn, sie hätten nochmal die Potaras benutzt, um zu Vegeta zu werden, denn nur als Vegeta wären sie in der Lage, Freeza zu besiegen. Eine Genki-Dama würde auch nichts bringen, weil ich glaube nicht, dass er noch einmal darauf reinfallen würde und Son Goku daran hindern würde, die Energie dafür zu sammeln. Doch aber zurück zu Bills, der erst bei GT erwacht wäre. Ich nehme mal, dass Bills erst nach Baby erwacht wäre, wo Son Goku schon den Super Saiyan 4 konnte. Aber mit dem Super Saiyan 4 hätte er nicht wirklich eine Chance, darum müsste er mit Shenlongs Wissen wieder zum Super Saiyan Gott werden. Doch da diese einige Jahre erst später kommt, wo die Saiyans noch stärker geworden sind, wäre der Super Saiyan Gott auch noch um einige stärker. So viel stärker, dass Bills eine Niederlage einstecken müsste. Bills würde dann natürlich sein Wort halten und die Erde nicht zerstören und wieder nach Hause gehen. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Theorievorschläge habt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Wenn sie mir gefallen, nehmt es auf jeden Fall gerne mit auf meine Liste. Und wenn euch das Video noch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!